Ihr Männer, aufsitzen und mir nach. Wir haben noch viel vor. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Roderichs Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. Mit Quadwort sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen. Ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Bretonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das steht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor.
und zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson. Warum kommt ihr mit einem Heer, wo wir gerade Frieden geschlossen haben? Verhöhne uns nicht, du Hurensohn! Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast! Rede so viel Unsinn, wie du willst! Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter! Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird! Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt! Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer! Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiß ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Thank you.
Schwächling! Ivar der Knochenlose. Du gibst einen jämmerlichen Drachen ab. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Der ist doch nur noch ein trauriges Stück Fleisch. Töte ihn, dann ist es vorbei. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Eivor! Gib mir den Klump, gammliges Fleisch, das sich Rodri nennt. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Ivar. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Ach.
Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. König Ähler, König Osbrecht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich einfach. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ist er noch am Leben? Kaum noch. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender bottichranzigen Talks. Gave, bring ihn her. Wo in Lokis Namen bist du hingelaufen? Schaff ihn da hoch, auf die Spitze, und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Ivar. Hier, eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutarm. Ivar, wird das... Die Geburt eines Blutaars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Das ist ein Nordmann mit dem Geist der alten Helden. Der Blutarm bedeutet Ivar überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Ich hab genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Ivar. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht... Hast du eine große Geschichte zu erzählen? Du bist schlachttrunken, Ivar. Leb wohl. Armer Ceolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Nein.
Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Chilbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Was für ein Leben, Eivor! Ein Kampf hoch über der Welt! Valhall wartet! Rücksichtslos, Eva. Blindwütig dem Irrsinn verfallen. Blindwütig? Ah, in meinen jüngeren Tagen wärst du längst tot. Sonst schneide ich dir die Zunge raus. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmal? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Wieder erwischt! Langer Weg endet. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Eivor! Gib sie her! Nach Helheim mit dir. Eivor! Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zur Uba. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Thank you.
Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Oba. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodrian gehängt, um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Arthas, es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Durch mich zu sterben war sein letzter Wunsch. Er wollte den Ruhm eines blutigen Endes. Und du hast es ihm nicht verweigert. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angarad, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Aldermann werden. Somit erklärt sich Schrobeschir zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer du auch bist. Von Schlachtgesängen. Auf lodernden Wellenross segelt der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmeiden schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvieh beraten.